Hallo zusammen. Mir hat kürzlich jemand gesagt, dass er die CVP in den Klimathemen nicht so wahrnehme. Das hat mich ziemlich überrascht und darum mache ich jetzt das Video. Das Klima und die Umwelt sind bei der CVP seit Jahrzehnten ein wichtiges Thema. Dank der CVP gibt es seit 1971 den Umweltartikel in der Bundesverfassung. Ist der Atomausstieg und damit die Energiewende eingeleitet worden, wird die Energiestrategie 2050 mit einheimischen erneuerbaren Energien umgesetzt und dank der CVP hat die Schweiz das Übereinkommen von Paris unterzeichnet. Auch in meiner Zeit im Kantonsrat hat die CVP immer wieder betont, dass uns eine wirksame Klimapolitik sehr wichtig ist. Vor der Sommerferien haben wir von der CVP-Fraktion aus gerade zwei Vorstösse mit konkreten Massnahmen eingereicht. Das eine ist das Postulat betreffend klimaneutralen öffentlichen Verkehr im Kanton Zug. Damit wird der Regierungsrat aufgefordert, einen Massnahmenkatalog zu erarbeiten und Ziel zu formulieren, dass der ÖV bis in 20 Jahren CO2-neutral ist oder der CO2-Ausstoß zumindest massiv verringert wird. Das zweite ist die Interpellation betreffend bessere Beleuchtung und Energieoptimierung auf der Zuger Strasse, insbesondere bei Fußgängerüberquerungen. Wir erwarten vom Regierungsrat eine Antwort, ob bei der Beleuchtung bei Fußgängerüberquerungen die neueste energiesparende Technologie verwendet wird und ob allenfalls ein Zeitplan für die Umrüstung besteht. Drum, wenn uns Klima und Umwelt wichtig sind, dann wählen CVP-Vertreterinnen und Vertreter im National- und Ständerat. Und ich bin eine von denen, die ihr wählen könnt. Tschüss zusammen!